Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, unter jedem Plenum grüßt das Murmeltier. Auch kurz vor der plenarfreien Zeit kommt der Landtag nicht zur Ruhe und diskutiert erneut über Fragen der inneren Sicherheit. Die Linke sorgt sich, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein bayerischer Überwachungswahn ausbricht. Liebe Bürger Mecklenburg-Vorpommerns, die AfD beantragte im Ausschuss, dass die Debatte zunächst über eine Expertenanhörung versachlicht werden sollte. Die Regierungsparteien und auch die Linke verweigerten sich dieser bisher, schlossen eine Anhörung aber generell nicht aus. Diese typische Verschleppungstaktik von Parteien, deren Gewissen sich langsam meldet. Stattdessen steigen wir heute im Plenum direkt in das absehbare politische Geplänkel mit den Regierungsparteien ein. Dass diese Partei mit fragwürdiger Entstehungsgeschichte inzwischen aus der totalitären DDR-Überwachung gelernt haben will, ist immerhin schon mal ein gutes Zeichen. Doch fragt die Linke auch nach den aktuellen Ursachen des um sich greifenden Bedürfnisses nach mehr Sicherheit? Offensichtlich nicht. Die Linke postuliert, dass Kriminalitätsursachen aus einem gesellschaftlichen und individuellen Komplex entstehen. Das Konzept der Linken für mehr innere Sicherheit lautet daran anschließend: Eine gute Sozialpolitik bleibt die beste Kriminalitätsprävention. Hier kommen wir zum Kern des Problems, das die AfD grundsätzlich anders versteht, als es die Linke tut. Es geht um die Lesart dessen, was den Sozialstaat im 21. Jahrhundert schützen wird. Der Historiker Rolf-Peter Siefele hat es klar benannt. Es wird irgendwann deutlich werden, dass eine Welt von No Borders, No Nations zugleich auch eine Welt von No Welfare sein muss. Also ohne Grenzen kein Wohlstand. Es ist unglaublich, dass nach den vielen Morden an jungen Frauen, der extrem gewachsenen Terrorgefahr und der in Italien und Österreich aus Sicherheitsaspekten eingeleiteten Asylwende hier im Landtag noch immer nicht der effektive Grenzschutz als Kernbestandteil von innerer Sicherheit verstanden wird. Masseneinwanderung und Sozialstaat sind auch aus sicherheitspolitischen Gründen unvereinbar. Wenn die politische Linke in diesem Hohen Haus mit ihrer These zur Kriminalitätsprävention ernst machen will, dann muss sie endlich die Debatte zum Migrationsproblem versachlichen und ihre ideologischen Blendgranaten daheim lassen. Viel Hoffnung hierzu besteht allerdings nicht. Warum sonst wird Sarah Wagenknecht auf dem jüngsten Bundesparteitag ihrer Partei vorgeworfen, sie würde mit ihrer von der AfD kopierten Analyse die eigene Partei kaputt machen? Eines haben die letzten Wochen dennoch gezeigt: Die AfD wirkt. Von Seehofer bis Wagenknecht. Und liebe Linke, wir wollen den freien Bürger in einem freien Land. Wir wollen Terror und Gewalt die gesellschaftspolitischen Grundlagen entziehen. Bleiben Sie endlich sachlich und diskutieren Sie mit uns in Ruhe im Ausschuss über die Ursachen der Gefahr sowie die in Frage kommenden Antworten hierauf. Noch ein paar Sätze zum von Ihnen als Überwachungswahn dargestellten bayerischen Polizeiaufgabengesetz. Der Minister hat es auch schon ausgeführt. Die bayerische Staatsregierung geht in ihrer Novellierung des PAG weiter als alle anderen Länder. So wurde etwa aus dem BKA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Begrifflichkeit der drohenden Gefahr übernommen. Demnach soll die bayerische Polizei nicht mehr wie bislang eine konkrete Gefahr begründen müssen, bevor sie jemanden überwacht. Eine lediglich drohende Gefahr soll genügen. Die Polizei kann deshalb früher als bisher präventiv tätig werden. Das allerdings nur, wenn bedeutende Rechtsgüter in Gefahr sind. Dazu gehören Gefahren für Leib und Leben, den Bestand des Landes oder die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Gefahren für erhebliche Eigentumspositionen oder Sachen, deren Erhalt im öffentlichen Interesse sind, wie etwa die Stromversorgung. Sowohl bei der drohenden als auch bei der konkreten Gefahr geht es um präventive Maßnahmen, bevor eine Straftat begangen wurde. Dazu gehören auch verdeckte Ermittlungen, wie etwa das Abhören von Telefonen oder Online-Durchsuchungen. Diese müssen jedoch immer von einem Richter genehmigt werden. Die Kategorie der Drohnengefahr senkt zwar die Eingriffsschwelle, tatsächlich rechtfertigen aber auch hier nur faktische Hinweise die jeweilige Maßnahme, die zudem unter Richtervorbehalt steht. Ja, die Debatte ist sensibel. Deshalb fordern wir alle Parteien heute erneut auf. Die Frage, ob entsprechende Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich zu verabschieden sind, muss schnellstmöglich auf den Tisch des Innen- und Europaausschusses gelegt werden. Die Dringlichkeit ist für meine Fraktion unbestreitbar. Professor Kyrill Schwarz hat bereits vor über einem halben Jahr in einer Stellungnahme an den Innenausschuss unseres Landes klar dargelegt, und ich zitiere:
Es existiert vielmehr eine nicht mehr nur theoretische Bedrohung bisher ungeahnten Ausmaßes, die den Staat in der Wahrnehmung seiner Schutzpflichten zwingt, im Interesse einer effektiven Terrorgefahr Grundrechte zu beschränken, um so die ihnen anvertrauten Bürger zu schützen. Zitat Ende. Und auch wenn die Debatte zu dieser Position bundesweit noch nicht abgeschlossen ist, urteilte das Bundesverfassungsgericht in diese Richtung, ich zitiere abermals, die Verfassung hindert den Gesetzgeber nicht grundsätzlich daran, die traditionellen rechtsstaatlichen Bindungen auf der Grundlage neuartiger oder veränderter Gefährdungs- und Bedrohungssituationen fortzuentwickeln. Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit darf vom Gesetzgeber neu justiert, die Gewichte dürfen jedoch von ihm nicht grundlegend verschoben werden. Zitat Ende. Es ist Zeit, die Debatte in den Gremien dieses Parlaments ausführlich zu behandeln. Somit ist auch, sollte auch nach dieser Aussprache klar sein, der parlamentarische Weg der Linken ist die hysterische Warnung vor dem Überwachungsstaat aus Bayern. Der Weg der AfD ist die Frage nach der Abwägung zwischen notwendig gewordenen Antiterrormaßnahmen und der Freiheit unserer Bürger, die für uns an erster Stelle steht. Applaus